Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Greedfall. Nachdem wir jetzt dem Spion der Nauten das Handwerk gelegt haben und mit den Nauten ein hoffentlich gutes Verhältnis haben, denke ich, dass es Zeit wird, mal wieder ein bisschen Gefährtenquests zu machen. Und zwar wollen wir mal mit Afra sprechen, weil die hat ja wieder was für uns. Desarde, I'm happy to see you. I can't wait to find this famous cave of knowledge and what it contains. I could probably go alone, but just think about what you could learn, and not only about yourself. Don't you want to understand where your face markings come from? Gut, natürlich will ich das wissen. Klar doch. You are right, Afra. I will accompany you. Thank you, Desarde. Let's return to Dunkus's village. Our new friends will surely be able to tell us more about this cave. Also zurück zu Dunkus und dann nehme ich, glaube ich, Kurt mit. Genau. Alles klar. Also, ab geht's zu Dunkus. Wie sieht's im Moment? Mal kurz gucken mit unseren Heiltränken und Magietränken aus. Ja, vielleicht sollte ich mir noch ein paar craften. Ich könnte übrigens gar nicht allzu viel machen, leider. Kann ich Nebeltrank machen? Ja, komm, dann nehme ich auch mal ein paar. Nee, Nebeltrank brauche ich gar nicht. Warte mal, das war. Was kann ich denn so machen? Ausdauertrank. Genau, lass uns ein paar Magietränke machen. Wenn wir irgendwann wieder Boric sammeln. Und noch ein paar Heiltränke. Kann ja nicht schaden. Wiederbelebungspulver kann ich auch machen. Gut, okay, alles klar. Ihr Lieben, dann geht's los zu Dunkus. Aber Afra, erzähl mir nicht wieder so respektlos, versprich mir nicht wieder so respektlos zu sein wie beim letzten Besuch da. Das fand ich irgendwie wenig. Wie schwer sind wir denn? Ich muss mal kurz gucken. Ja, das sollte gehen. Die Höhle des Wissens. Das klingt schon klasse. Dunkus, du bist wo? Da unten irgendwie, oder? Aber komische Geräusche. Ja, wo finde ich Dunkus denn? Das gibt's doch nicht. Jetzt finde ich nicht mal mehr den Dunkus. Also gut, guck mal halt auf die Karte. Ja doch, wir müssen tatsächlich da runter. Ist ja auch irritierend. Ich dachte, ich renne da wieder raus, aber ich war schon richtig. Das Dorf zieht sich halt ein bisschen. Und außerdem sitzt er da unten. Okay, das ist ja gar nicht Dunkus. Das ist ja Morian. Dann sprechen wir sie mal an. We are happy to see you again. You will always be welcomed as friends here. Thank you. I'm glad to see you too. But we came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkus meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound? It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Year One. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renaigse to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkus will never do such a thing. What needs to be done will happen, no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vedhadgenadu. Entering there will not be easy. But you will have to discover the rest by yourself, like true apprentices. Thank you, Morian. And fear not. No one will ever learn what you have entrusted us with. In Afra finde ich, hat so ein bisschen schlechten Einfluss auf die Menschen, ehrlich. Mit ihrer Wissensbegierde, wo muss ich hin? Gucken wir's auf. Finde die Höhle des Wissens. Also dann.
suchen wir uns wieder den Reisestein. Und ich markiere ihn mir am besten. Kann ja nie wissen bei mir. Ich nehme auch schon wieder ein bisschen lange auf. Ich glaube, das ist auch schon wieder die 6. Folge. Und eigentlich bin ich müde, aber ich kann nicht aufhören. Schrecklich. Hatte ich echt schon lange nicht mehr bei dem Spiel, dass ich nicht mehr aufhören kann. So. Dass die uns das einfach so verraten hat, finde ich schon wirklich interessant. Da könnte man doch echt mit Dunkers Probleme kriegen, oder? Naja, aber so sind dankbare Menschen. So, und wo ist das jetzt? Ja, natürlich ein Stück entfernt. Ach, das ist gar nicht so weit. Stelle ich fest. Ach, das ist doch hier. Genau, wo wir die kennengelernt haben. Da müssen wir irgendwie rumrennen. Das müsste eigentlich auch hier hochgehen. Vermute ich zumindest mal. Wehe, es stimmt nicht. Wehe, ich bin schon wieder falsch. Ich weiß gar nicht mehr, was Dunkers über die Höhle des Wissens gesagt hat. Finde die Höhle des Wissens. Ich speichere mal lieber zwischen. Ja, ja. Nicht, dass uns da wieder irgendwie so ein... Oh, da unten ist er ja schon. Nee, was ist das? Das sind schon wieder Räuber. Oh, glaube ich das. Und habt ihr auch Totenköpfe? Bin ich hier zu früh? If this savage spoke the truth, we'll be rich soon. I don't like the thought of staying here too long, though. In case our corpse's cousins turn up. But we need to find a way to force this bloody root door. Eine Wurzeltür. Und wer seid ihr? Ganoven? Hey, what are you doing here? We could ask you the same question. Except we found this place first. The treasure is ours. So I suggest you disappear. Fast. Listen, we didn't mean to bother you. We were only exploring the area. But perhaps you could tell us exactly what you're doing here. Huh. You look like nobility. And we don't want any trouble. We also are, explorers. We discover secret places. That type of thing. Ja, soll ich euch das glauben? And you found one near here? Yeah. We managed to convince a savage to talk to us. Was hast du mit dem gemacht? And he told us there's a holy cave not far from here. The kind of place where the natives hide their treasures. But be careful, eh? It's ours. And how do you plan on entering this cave? Well, with enough explosives, we'll eventually get through those roots blocking the entrance. It's only a matter of time. I see. Very subtle. And the islander didn't tell you anything about this? He didn't really have the time. And he didn't have a key on him. Just some bloody seeds. Anyway, now that you know what we're doing here, you better leave. Nö, wir versuchen es mit Charisma. Listen, I don't want to worry you, but you are taking a big risk by staying around here. When the Islanders' clan notices his disappearance, they will come for him. You can imagine what will happen then. Yeah. You're not wrong. With the time it will take to craft enough explosives, we may end up with a whole tribe after us. Never mind, guys. We're leaving. Fast. Ja, genau, mach, dass du Beine kriegst, ey. Samen der Pforte des Wissens. Okay, der hatte Samen bei sich. Oh, da liegt das tot, oder? Diese Schweine, ehrlich. Samen der Pforte des Wissens. Okay. Ah, Kiste. Besticktes Bakiwams. So, so. Okay, so, jetzt gucken. Wo geht's lang? Gibt's hier noch irgendwas? Also der Samen muss wohl irgendwas mit der Tür zu tun haben. Oh ja, okay. Wurzeltür. Ich weiß, was damit gemeint ist. Gut. Höhle gefunden. At last, we made it here. How do we get in? Look around. There has to be a way. Untersuche den Altar. Okay, also da kommt der Samen rein. Das ist, denke ich mal, klar. There's a slot at the top. Probably to put something in.
The natives' beliefs are based on exchanges. If we want this door to open, I imagine that we will have to make an offering. Now we have to find out what we should offer. Here is my offering to the Cave of Knowledge. Also man muss sagen, dass sie schon schnell lernt, die Afra. There. Place the seed on the stone. Also dann tun wir das. Und da öffnet sie sich. Die Höhle des Wissens. Was hat denn der Dunkan darüber noch gesagt? Ich weiß es nicht. Nicht mehr? Oh Mann, ist das dunkel. Naja, es ist eine Höhle. Na gut, es wird ein bisschen besser hier. Dann erkunden wir die Höhle halt mal. Ich bin gespannt, was wir hier finden werden. Wahrscheinlich wieder Flugviecher und andere Feinde. Na, dann gucken wir uns das mal auf der Karte an. Ich denke, wir hüpfen da erstmal hoch. Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber wir wollen ja die ganze Höhle entdecken. Da kann man wieder irgendwo durch. Level 1 Wissenschaft und elementare Falle. Jetzt endlich können wir das zerstören. Denke ich doch zumindest. Die Fallen können wir ja jetzt, glaube ich, auch. Ah! Techniken, Licht, elementare Falle. Und was passiert jetzt? Hallo? Na also, geht doch. Okay, da sind wir wieder draußen. Schade, ich dachte, dass sich da ein Geheimnis versteckt, aber nein, wir sind bloß wieder draußen. Obwohl, warte mal, wo kommen wir denn da hin? Okay, das ist bloß der Ausgang, alles klar. Aber man muss ja auch anders rauskommen, weil wenn man das nicht kann, hat man ein Problem. So, einmal umgeguckt. Wow, schöne Höhle. Wir latschen mal ganz langsam und vorsichtig weiter. Ich nicht so genau weiß, was uns hier noch so erwarten mag. Ich denke ja, dass da irgendwelche Flugviecher gleich ankommen werden. Deswegen zögere ich hier so ein bisschen. Oh, da unten sind Zeichnungen. Ah, super. Super, okay. Aber die werden doch bestimmt von irgendwem bewacht. Da könnte ich wetten. Also ich wette, dass die von irgendjemandem bewacht werden. Wahrscheinlich wieder so ein Riesenmonster. Gar nicht mal. Okay, aber wenn hier solche Zeichnungen sind, heißt sie nicht umsonst Höhle des Wissens. Was sehen wir da? The character has changed. He now resembles an Onol Menawi. You're right. They even depict his bond to the forest. Okay, haben wir da irgendwas übersehen? Da vorne ist noch eine Zeichnung. Also das ist eine Figur, die sich verwandelt. It seems like this painting depicts some kind of ritual. Yes. The character at the center is pouring blood on a stone. And one of these giant creatures that the natives call Nardigs is present. The location looks like the stone circle where we met the two young natives. Someone's coming. Let's hide. If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. Wo muss ich hin? Wer kommt? Und wo muss ich hin zum Kuckuck? Die Frage ist, verstecke dich an einem höher gelegenen Ort. Also dann rennen wir da mal hoch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer da kommt. Hoffentlich nicht diese Typen, die da waren. Okay. Beobachte die jungen Leute. Also beobachten wir mal.
Wer ist da jetzt gekommen? Ach, die beiden. Oh, ich bin nicht auf dem richtigen Platz, scheint mir. Okay, jetzt aber. Escu halen, escu valg me da gengu selerge mantadabem, avenundanum. Mach, es boglen daiga nidau, a jigi dames et hier komelei. Kair to, Morian, ages radai da radi dau em tairger began. Kau den nes greta komelei, nas oltargo du. Jetzt hätten wir sie Ora gebraucht. Okay, verlasse die Höhle. Ich würde trotzdem auch noch gerne hier rumlaufen. Sind die jetzt weg? Ne, die sind noch da. Aber wir haben ja noch nicht die ganze Höhle angeguckt. Ein bisschen fehlt uns noch, glaube ich. Da könnten wir raus. Lass mal gucken, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Na, nicht so lange die dastehen, glaube ich. Na gut, okay, dann soll es so gewesen sein. Dann verlassen wir jetzt die Höhle. Und mich hätte es ja interessiert, was sie jetzt gesagt haben. Schade, hätten wir Jora mitnehmen sollen. Kann mich doch noch irgendwie dahin. Aber ich versuche es jetzt. Da waren nämlich noch nicht so genau. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Und wenn es bloß... Where are you going? We must leave before they discover. Ja, okay, alles klar. Das war jetzt deutlich. Where are you going? We must leave before they discover our presence. Haben sie mich schon gleich in die richtige Richtung gedreht? Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt, dass wir hier rauskommen. Ups, hängen geblieben. So, Höhle verlassen. The paintings in the cave were magnificent and have taught us so much. It is obvious that they depict the bonding ritual and its consequences. It is by pouring their blood on the raised stones that the natives become metamorphs. I'm not really sure if I follow you. And yet it's clear to see. The islanders think that their ritual has magic consequences, but there must be some sort of contamination in their blood as they pour it. The only way to verify this theory is to attend a full ritual. We must attend Yewan's. How will we know when it takes place? Dunkus said it would take place after the young people visited the cave, and they will most likely need some preparation. We should go to the Holy Circle of Kurganau tomorrow. What do you say? Will you come with me? Natürlich. I hope that Dunkus will not be too angry. Ich bin ja auch neugierig. Ich will ja auch wissen, was da passiert. Let's take some time to rest, and then we'll go back to the place where we met them. Gut, dann machen wir das. Und dann mal gucken, wo wir resten können. Ja. Genau. Da können wir dann auch gleich übernachten. Das finde ich gut. 23 Stunden. Das spulen wir vor. Weil ich bin auch neugierig, was da jetzt passiert. Die Bindung. Damit ist wohl die Bindung hier an die Erde und an, ja, gemeint. Und da war, glaube ich... Nein, ich dachte, dass da Rohstoffe sind. So, 23 Stunden. Jetzt schlafen wir eine Runde, Leute. Und ich hoffe mal, dass wir uns keine...
Wo müssen wir denn hin zum Kuckuck? Hat er mit einem anderen Quest hier markiert? So, wir müssen doch da runter und nicht wieder irgendeine Hauptquest folgen. Ich hoffe mal, dass wir uns bei Dunkas jetzt keine... sag schon. Keine Minuspunkte einholen. Ja, und irgendwann werden wir uns auch wieder um die Hauptquest kümmern, ist schon auch klar. So, die Zeit geht ja relativ schnell rum. Die sehen mittlerweile aus wie Klone. Kein Wunder, kann ich die nicht unterscheiden von den Gardisten. Um die Groschengarde müssen wir uns auch noch kümmern, weil ich glaube, da haben wir einen ganz schlechten Ruf. Das ist irgendwie nicht so dolle. Kann ich das eigentlich irgendwo sehen, wo mein Ruf ist? Also, Eingeborene, die Naunten und die Händler, die sind freundlich. Brücke, Teleme und Grosche verdächtig. Was ist jetzt mehr wert? Nett oder freundlich? Ich glaube freundlich. Okay, wenn ich im Menü bin, vergeht die Zeit nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da passiert, hey. T 60 Sekunden können manchmal ganz schön lang sein, oder? Also finde ich jetzt zumindest, wenn man so auf Zeug wartet. Das Fiese ist, wenn du dir mal einen guten Ruf erarbeitet hast, kann der dir trotzdem wieder runtergehen. Und am Ende wäre es ja schön, wenn wir mit allen gut Freund wären. So, ich glaube, dann können wir uns mal so langsam auf den Weg machen. Und jetzt werden wir also dieser Bindung beiwohnen. So wir das dürfen. You again. Your curiosity is truly unquenchable. Ja, es wohl Forgive our intrusion, Dunkus. But I really want to attend Yewan's ritual. I have learned a lot thanks to you, but I still have so much left to understand. If you are one of ours, Avra. I would be flattered to have such an inquisitive and resolute apprentice. Yeah. You can attend the ritual, but promise me that you will be discreet. No Renaixe ever had this honor before. We will do everything in our power to prove ourselves worthy of your trust, Dunkus. Afra, wenn man dir bloß trauen könnte, irgendwie traue ich ihr nicht. So, dann sprechen wir mit den Mitgliedern des Dunkas-Clan. Sprechen wir erst mit Morian. How are you? You must be feeling impatient. Impatient, yes, and a little bit afraid as well. It's only natural to be afraid, Yerwan. It's a new life starting for you. But I will be by your side, now and forever. Times really must have changed for some Renaixe to attend our rituals. These are very different from the others. Their leader is an Onol Menawi, after all. I know I look like them, but I'm not one of them. You may not be bonded, but your parents must have oh, been. Oh, yeah. You should be proud and happy about it. It is probably thanks to your bond that Dunkas has accepted your presence. Tja. You look preoccupied. Our people have suffered many lion's attacks, often during rituals. Ach, in Jesus. Some villages, all the young Sinol Manawi were abducted. You seem different from the other, Zafra. But I can't help worrying. I have nothing to do with these attacks, Dunkus, I swear. I believe you. Otherwise, you would not be here with us. But I hope that your brothers will not be there in the shadows, ready to pounce on our children. Na, wahrscheinlich werden sie genau das tun. So, okay, dann kann es ja jetzt losgehen.
Nimm deine Position. Wo muss ich hin? Da hinten. Ein bisschen abseits. Das ist okay. Weil ich fühle mich ja schon ein bisschen schlecht. Oh. Ruich Neistiri, Adesta Marar Mam. Meneda, 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 Meneda. Ai, ai, ai. You are an Onol Manawi now, Yawan. And soon you will heal the earth by our sides. Like a real Donegad. Thank you, Donkas. I feel so proud. I am so happy that we can be Voglindaiga together at last. What about you, Afra? Did you find the answers you were looking for? It's strange. I didn't exactly understand what happened, but I am moved. Some events must be understood with the heart, not the head. It seems like you are right, Dunkus. We are under attack. Ach nee, komm. Scheiße. Das war ja klar. Here, Considan. The Loyans want to take our children. I won't let them take you, Morion. They won't touch you. Oh, ich bin tot. Oh nee. Dann eben nochmal. Ach nee, muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ist nicht wahr, oder? Also gut, nochmal mit Dunkas sprechen. Dann werden wir aber speichern. You look preoccupied. Our people have suffered many. Okay, das kennen wir alles schon. So, und dann speichere ich zumindest hier mal. Und das können wir jetzt eigentlich auch überspringen. Wir haben es ja jetzt schon mal gesehen. Okay, wir überspringen das. It's strange. It seems like we grab the young metamorph. The others don't matter. Here, Considan. The Loyans want to take our children. I don't let them take you, Maria. They won't touch you. Desade, we have to protect them. You can count on me. Jetzt du schießt mir nicht mehr. I'm wounded. I need healing. You're running out of energy. Drink a potion. Uh-oh. Come on, if you dare. Verdammt. Oh, das, die sind aber auch ein bisschen stark für uns, befürchte ich. Move away. Things are about to get dicey. Come on, if you dare. Man hat den Eindruck, mach, dass ich hier wegkomme. Wow, was war denn das für eine coole Sache hier? Komm, aber wir kriegen die. Ich verspreche es euch. Komm, heil dich. Jetzt bleibe ich hier hängen. Einer weniger. Ah, verflixt aber auch. Ich glaube, dass wir so ein bisschen... Heil dich. Kurt, wo bist du? Kurt ist tot. Also gut, dann... Oh, 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 Offizier des Grünen Regiments.
Das sieht nicht gut aus. Möglicherweise müssen wir uns eingestehen. Nicht genügt. Ah, verdammt. Genau, drink a potion. Machen wir doch erstmal die Kleinen hier. Dann können wir uns dem hier widmen. Yes. Geschafft, Gott sei Dank. Curiosity, Aphra, has saved lives. If it weren't for you, people from my village would have been abducted or killed. I am infinitely grateful, especially considering that fighting against your brothers could not have been easy. Indeed. These people were brutes. They had it coming. However, you don't know how right you are, Dunkus. I recognize some of these men. Oh, yes. Really? Did they belong to the governor's court? No. They worked for my former master, Dr. Asili. I was his student for a long time before I realized that this man's methods were questionable. He was so obsessed with his goals that he became cruel. But I can't believe he'd go as far as abducting people for his experiments. You think that the Onol Manawi are used for experiments? Ja, bestimmt. Now that I have seen these soldiers, I am certain of it. And I'm afraid they may suffer atrocious treatment under the guise of scientific progress. I am so ashamed. Come now, shame serves no purpose. And you are proof that the Loyans are not all the same. Thank you, Dunkus. And thank you, Desarde. You opened my eyes. Puh, okay, alles klar. Das war jetzt ziemlich heftig. Sehr schön, wir können aufsteigen. Fähigkeiten, lass mal gucken. Wirbelsturm der Schatten erlaubt viel schnellere Angriffe mit Schattengeschossen. Ja, das klingt gut, finde ich. Talente. Wissenschaft. Schlossknacken. Stärke. Charisma. Schlossknacken. Da, Handwerk. Ich will mal Handwerk machen. Okay, Attribute kann ich leider noch nicht skillen. Weil da würde ich mal gerne so demnächst die Ausdauer skillen, damit wir endlich mal eine andere Rüstung anziehen können. So, ihr Lieben, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Jetzt markiert ihr mir wieder irgendwie eine Hauptquest, dämonische Kult. Begib dich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen hat. Das haben wir ja schon eine ganze Weile, Petrus, schon als wir ihn quasi kennengelernt haben, hat er uns von diesem Dorf erzählt. Und ich glaube, da gehen wir jetzt dann in der nächsten Folge auch hin. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.